Ja, da wären wir wieder. Ich habe mich entschlossen, dass es wieder zum Marktviertel zurückgeht. All die, weil ich ja unbedingt Heiltränke brauche. Die habe ich doch in letzter Zeit etwas inflationär benutzt. Da gilt es, den Vorrat wieder aufzufüllen. Aber nicht nur das. Ich glaube, wo sind wir denn hier? Hier, da müssen wir noch hin. Ich glaube, da sind auch noch so einige Nebenquests abzugrasen. Hier war das. Wie? Da. Wenn ich alles täuscht, ich kann ja gleich mal im Questlog, da muss ich nochmal genauer nachschauen, was es dann nochmal im Einzelnen war. Ich glaube, irgendwas war noch im Entermesser und irgendwas in der Gildenhalle oder irgend so ein Krempel. Wir werden schon überfallen. Wir werden schon wieder überfallen. Und zwar an genau der gleichen Stelle. Wie blöd ist denn das? Und der Erste, der nach vorne geht, fällt. Weil irgendwo irgendwie Geschützen sind. Was doch Kacke. Dann würde ich sagen, mache ich mir zuerst mal ein Tierchen. Gehe dann mal ganz langsam weiter nach vorne. Und da geht's auch schon los. Verdammt. This is it. Und das war einfach nur ein verdammt guter Schuss. Das kann auch sein. Sage keine Falle, ne? Es war nur ein guter Schuss. Okay. Ja, das war doch relativ glimpflich im Gegensatz zum letzten Mal. Und weiter. Jo. Wo war ich? Ach ja, bei den Nebenquests. Ich glaube, die Hauptquest geht auch hier weiter, ne? Es hat nicht irgend so ein Mädel, das versuchen müssen, das dem güldenen Auge davon gebüxt ist, irgendwie desertiert oder so. Die versteckt sich doch hier irgendwo. Ich weiß aber nicht mehr wo. Da muss ich jetzt mal gucken. Mal schauen. Ist das hier? Akt 1. Akt 2. Der nächste Schritt. Soronil erklärte, eine abtrünnige Soldatin des Güldenen Auges würde sich in den Straßen von Nuskan verstecken. Es gehen viele Gerüchte um, weshalb die junge Frau vom Güldenen Auge geflohen ist. Man sagt, sie würde sich in einer geplünderten Gildenhalle, das kann ja wohl nur meine sein, verstecken. Das heißt einmal meine Gildenhalle rein. Was haben wir denn noch? Familienangelegenheiten. Was habe ich da schon? Habe ich schon gemacht. Abgeschlossen, steht ja auch da, ne? Dann Marktviertel, hier, da. Da waren noch so einige. Befreit den Barmann. Nachdem Soronil aus dem Entermesser getrieben wurde, war der Barmann Leoril verschwunden. Vielleicht hat ihn das Güldene Auge, genau. Und da komme ich dann wahrscheinlich später zu. Ja, die Geschichte mit Charme. Diesen blöden Ranken. Leider war die Luke von dicken Ranken umgeben, das weiß ich. Und ihr konntet euch keinen Zutritt verschaffen. Sherm hat wahrscheinlich irgendetwas in der Nähe versteckt, um die Ranken zu entfernen. Habe ich da vielleicht irgendwas übersehen? Ich glaube, da muss ich gleich nochmal hin. Da muss ich gleich nochmal gucken. Das lässt mir ja keine Ruhe. Wir haben noch einen anderen Kult. Euer Kontakt bei Brigandate hat euch erzählt, genau. Am besten sucht ihr im Entermesser nach Besatzungsmitgliedern. Ja, das sind ja schon mal ein paar gute Hinweise. Mal gucken, wo wir zuerst vorbeikommen. Am Entermesser. Gucken wir doch mal, ob wir irgendeinen finden, mit dem wir schwätzen können. Vielleicht von diesem Kult.
Geh nochmal. Ja, das ist die Sache, die ich nicht verstanden habe. Ah ja, da seid ihr ja, aber ich kann eure Geschwister nirgends sehen. Wir suchen noch Mutter. Stimmt. Ich habe mich gerade vertan. Das wollte ich gar nicht. Was ist denn hier mit dem Bauer? Der Zwerg schläft immer noch tief und fest. Ach, den habe ich ja ausgeraubt, stimmt. Ich gehe wieder weg. Aber hier ist niemand im Messer, mit dem ich irgendwie reden könnte. Vielleicht hat der ja noch. Hier sieht jemand aus, der ein gutes Angebot zu schätzen weiß. Wer seid ihr? Mit dem habe ich mich schon unterhalten über diese Rubine. Ich habe anscheinend schon einen eingesammelt. Einen markierten Rubin hergeben. Aber das ist nicht der gesuchte Mann gewesen. Ich spreche nochmal mit Shivani. Was haben wir denn hier? Ich habe was entdeckt. Hier rechts unten da. Dem sollte ich sprechen. Hier mit dem. Schiff Redner. Kalanta. Na, was hast du zu sagen? Wollt ihr mich sonst noch etwas fragen? Wisst ihr etwas über den Überfall am Hafen? Ja, ich war dort. Es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen. Sie waren ziemlich vorsichtig, sind gekommen und wieder verschwunden, bevor die meisten von uns überhaupt merkten, dass etwas nicht stimmte. Ich bin mir nicht sicher, was sie mitgenommen haben, aber es kann nicht viel gewesen sein. Ja, mit dem habe ich schon geredet, ne? Ziemlich am Anfang. Ich weiß den Inhalt aber nicht mehr. Ihr solltet mit Barditas reden. Er hat einen von ihnen getötet und angeblich einen seltsamen Gegenstand bei der Leiche gefunden. Ich würde euch ja einen anderen vorstellen, aber der alte Mann ist davon getaumelt. Allerdings bin ich mir sicher, dass er nicht weit gekommen ist. Glaubt ihr, dass Schiff Red nur ein paar Aufträge für mich hätte? Vielleicht, aber ich werde nicht für euch bürgen. Ihr scheint mir etwas zu unternehmungslustig zu sein, um in diesem Geschäft Fuß fassen zu können. Was könnt ihr mir über diesen Ort erzählen? Diesen Ort, meint ihr Luskan oder das Entermesser? Wie auch immer, beides entspricht ziemlich genau den Erwartungen. Ein paar Leute, die sich nur an eine Regel halten. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Wenn ihr daran denkt, werdet ihr hier gut zurechtkommen. Danke, keine weiteren Fragen. Das war auch noch nicht das, was ich wollte. Tja, aber sonst ist hier keiner. Ich rede nochmal mit Foley. Ja, das weiß ich doch alles. Nichts Neues. Nichts Neues. Vielleicht der Koch. Vielleicht weiß der was. Dem habe ich ja schon mal geholfen. Das war's? Och komm. Im Keller? Vielleicht. Mal gucken. Da war ich aber auch schon mal ziemlich weitläufig, die Geschichte da unten. Da habe ich auch zuletzt Soronil getroffen, da ist er ja auch wieder. Ja, und dann war doch hier hinten die Tür und dann bin ich da. Ja. Jetzt weiß jeder, wo wir hier sind und das hilft mir auch überhaupt gar nicht weiter. Gut, im Entermesser finde ich anscheinend niemanden, der mir da weiterhelfen kann mit dieser einen Quest über den Kult. Gucken wir doch mal weiter. Da war noch eine andere Gaststätte, in der war ich noch nicht drin. Und in meine eigene Gildenhalle wollte ich noch rein. Sachte Titte, ich ja gerade eben. Mach ich das mal. Einmal hier hinaus. Dass hier auch echt keiner ist, gell? Merkwürdig. Die Gildenhalle war hier? Ja. If I were looking for Burning Dawn members, I know the first place I'd look.
So, gucken wir doch mal nach da hinten. Wie? Reiser? Reiser? Reiser. If you were bandits, Wenn ihr would you Banditen seid, dann nehmt euch, was ihr come wollt. with me Ich bin hier, across um Asyl zu finden, and I have und ich habe nothing nichts for für you. euch. Da habe ich dich ja nicht gefunden. Wir sind Mitglieder dieser Gilde. Was habt ihr in unserer Halle zu suchen? You were from the burning dawn. Ihr seid Mitglieder der brennenden My Dämmerung, prayers have dann been wurden meine answered. Gebete erhört. My Ich bitte euch um prayers have Gnade been und Vergebung. merciful, Ich habe die and I pray Brutalität your gesehen, forgiveness. die euer Gildenmitglied I am erleben aware of musste, your und ich dishonor möchte damit and nichts zu tun dishonor of your haben. guildmate, and I wish no part in it. Sagt uns, was ihr I wisst. realize I am in Mir no ist position bewusst, to dass debate ich with in you, keiner Position für but you Verhandlungen are bin, aber powerless in bevor ich fighting diese against the Informationen weitergebe, muss ich Gildenmitglied wissen, dass ich in who Sicherheit gebracht werde. the Ich werde jetzt Guildenmitglied genau wie ihr vom goldenen has Auge just as they gejagt. do you. They have eyes Sie haben and überall Augen, Söldner und hearts. geblendete Between you Gläubige. and the blue Das tent, zusammen mit der Blockade des Tors between lässt them mich and the daran blockade zweifeln, dass wir es gates, schaffen, Luskan zu how I'll verlassen. make it out of Luskan alive. You're in luck, lady. They Ihr habt Glück, have meine got a Liebe. man Ich kenne einen who's Mann im willing to Elendsviertel teach von you how to Luskan, live. der euch dabei helfen You're könnte, die not Stadt a zu mutual verlassen. boy or a friend. Ich habe zwar nie selbst mit ihm Perhaps you gearbeitet, could aber ein take me Freund von with mir you schon. and Vielleicht find out how to könnten wir find mit him. eurem Freund reden und herausfinden, wie man diesen Mann findet. The Ja, das earl ist leider nicht was möglich. my Mein Freund friend hat and Luskan auf so die I Harttour went verlassen, wenn ihr wisst, was the ich hard meine. way, if you know what I mean. Find this Findet diese earl Person und überzeugt and sie davon, make mir zu him hunt helfen. me Dann down werde ich euch and alles I will sagen, was ich gladly weiß. tell you what I know. Wie wäre es stattdessen mit einer Tracht Prügel? Anything you could do to me, Alles, was ihr mir antun könntet, I would verblasst suffer neben dem, was everything das that you goldene have. Auge mit mir machen And würde. if you kill me, Und wenn ihr mich you will tötet, not learn bekommt the ihr die information Information you nicht, die ihr seek. benötigt. Nicht die Folter? Naja, steht anscheinend nicht zur Debatte. Hoffentlich ist eure Information es Swear wert. it. Ich schwöre I would es, not ich hätte risk nicht my mein life Leben to find riskiert, out um if euch it zu wasn't you. finden, wenn sie es nicht wert gewesen wäre. Im Christian is Elendsviertel not einen appreciated for betrügerischen his Geschäftsmann zu cunning. suchen, ist so, There wie is eine no Nadel in hiding einem him Heuhaufen now. voller Nadeln zu suchen. But we'll find him. I Sagt trust Larita, you as quickly as you ich can. werde für eure schnelle Wiederkehr beten. Ja, dann. Der Schmuggelexperte im Elendsviertel. Du musst ja wieder zurück. Dabei war ich hier noch gar nicht fertig. Dann gehe ich doch mal hier in Relonas Tränke. Was haben wir denn hier? Oh, ist nicht viel los in deiner Tränke, ne? Ist mehr so ein Laden, oder? Ach, eine Alchemistin ist das. Ja, da war ich da schon mal. Ich bin eine vielbeschäftigte Frau. Sagt mir, was ihr braucht, damit ich meine Arbeit fortsetzen kann. Ich habe eine Lieferung von eurem Lehrling erhalten, für euch. Stimmt. Er heuert also Abenteurer an, die seine Arbeit für ihn erledigen. Typisch. Dieser Junge ist vollkommen nutzlos. Ich vermute, er erwartet auch noch, dass ich euch für diesen Auftrag bezahle. Trotzdem denke ich, dass eine Entschädigung angemessen wäre. Nehmt das und fragt nicht nach mehr. Nicht für so ein einfaches Unterfangen. Wenn ihr wirklich gutes Geld machen wollt, habe ich einen gefährlicheren Auftrag für euch, der euren Fähigkeiten gerecht wird. Was habt ihr vor? Vor nicht allzu langer Zeit hat es sich ein mächtiger Schwarzglibber außerhalb der Stadt in einer Höhle gemütlich gemacht, in die der Abfluss der Kanalisation mündet. Gerüchten zufolge wurde er von Kultisten Gauner Daos erschaffen. Die Wachen sind alle zu schlecht ausgerüstet, um mit ihm fertig zu werden. Es wäre eine Schande, wenn sie sich unvorbereitet in den Kampf stürzten. Eine noch größere Schande wäre es, wenn sie eine solche Kreatur einfach nur töten würden, falls ihr versteht, was ich meine. Ich möchte eine Probe von diesem Schwarzglibber. Begießt ihn einfach mit diesem Trank, idealerweise mit etwas Abstand. Bringt dann ein Exemplar zu mir. Kein Problem. Machen wir doch gerne. So, eine Quest abgeschlossen, eine neue eingesammelt. Wunderbar. Ich will jetzt nochmal. Ich will. Wo hat er nochmal seinen Laden? Der Schirm. Hier ist ein Schmied. Der Schmied, nein, zum Schmied wollte ich nicht. Da Birkins ist, hier kann man orientieren. Hier ist sein Laden. Ja, gucke ich jetzt noch ein einziges Mal nach. Ob da nicht doch irgendwie irgendwo etwas ist. Vielleicht so von hinten.
Nee, man muss schon durch die Vordertür rein. Es hätte ja sein können. So, und hier ist ja nur dieses Gebüsch. Pflanzen in kräftigen Farben wachsen hier. Und sonst nichts. Ich raff das nicht. Könnte man mit diesen Pflanzen, kann man die irgendwie angreifen? Kann man damit irgendwas machen? Ist hier irgendwo. Kriegt die Tür schon auf? Das hat irgendwas mit den Pflanzen auf sich. Echt jetzt? Sonst wären die ja nicht da. Aber was? Laratha guckt nochmal ganz gründlich nach. Ihr bemerkt ein Stapel Dokumente. Ach, guck mal einer an. Alchemistrezept. Danke für euren Einkauf. Zeigt diesen Beleg in 2 Tagen vor, um eure Mixtur abzuholen. Relona? Okay, dann gehe ich gleich nochmal zu Relona zurück, würde ich sagen. Na, das war doch was. Zumindest mal ein halber Erfolg. Komme ich nochmal zu der zurück jetzt? Oh, da, ne, jetzt brauche ich die Karte. Was ist das denn? Muss ich hin. Über hier oben rüber. Ein kleiner Umweg. Mal gucken, was das hier oben ist. Und das ist jemand, der ganz schnell weitergeht. Bartas. Schiff friert nur. Ach, guck an. Heute ist hier großer Tag der Nebenquests, wa? Hände weg, Bettler, sonst mache ich euch fertig. Das wollen wir nochmal sehen. Barty, das heißt hier übrigens. Dieser Typ ist ziemlich betrunken. Nein, kein Bettler. Muss ein Dieb sein. Spielt keine Rolle. Ich werde euch trotzdem umbringen. Ich wollte etwas über den Überfall am Hafen erfahren. Haha, davon erzähle ich euch gerne. Ja, ein paar Feiglinge haben die Docks mitten in der Nacht überfallen. Sie haben ein paar Waren von dem Schmugglerschiff gestohlen, das wir erworben haben. Bin mir nicht sicher, was es genau war. Ich persönlich habe gegen 3 davon gekämpft. Einen habe ich geschnitten, doch er konnte fliehen. Aber dafür habe ich seinem Freund mein Schwert in den Bauch gerammt. Er ist wie ein Sack Kartoffeln in sich zusammengesunken. Habt ihr die Leiche identifiziert? Nein, nur eine unbekannte Frau. Aber sie hatte etwas bei sich. Bartidas zieht einen geschliffenen grünen Stein heraus, in den ein grünes Schwert eingraviert ist. Ich weiß nicht, was das ist, aber ihr könnt es haben. Aber nicht umsonst. Eine Flasche Arnisch sollte reichen. Oh, ich hab den Wein sogar. Hier ist euer Wein. Und hier ist euer Stein. Ich finde, das ist ein fairer Tausch. Sehr schön. Jetzt aber erstmal zu Relona. Lustiges Nebenquest einerlei. So, hier war das. Jawohl. Was hast du dazu zu sagen? Ich möchte eine Sonderbestellung abholen. Schirms Abholschein vorzeigen. Zeigt mir euren Abholschein. Aha, ja, ich hab's. Ist wirklich hübsch geworden. Ich weiß zwar nicht, wozu ihr organisches Material einfrieren will. Aha, aber das geht mich nichts an. Damit dürfte es allerdings klappen. Braucht ihr noch etwas? Ich lasse mich in Ruhe. Nee, nee, hast du Heiltränke? Was? Hat sie nicht? Na gut. Wie dem auch sei. Wo war das nochmal? Hier muss ich hin.
Rüstungshändler, Waffenhändler, haben wir hier nicht auch irgendwo ein Tränkehändler? Na, sieh mal einer, guck. Der kommt ja wie gerufen. Kann man hier eigentlich auch so einen Stapel kaufen? Ne, muss ich alle einzeln anklicken? Na gut. Auch von heiler Ausrüstung kann man nie genug haben. Okay, denke, das sollte erstmal reichen. Jetzt rein da. Und da will ich dann dieses Zeug mal drüber kippen. Ne, wo ist denn das? Das muss sie mir gerade eben gegeben haben. Ach, ist das der Kältekegel? Oder ein Eissturm? Was hat er mir denn da gegeben? Ne, mu muss ich gucken. Und zwar kann man das ja hier unten gucken. Gegenstand hinzugefügt. Eiswindmixtur. Praktisch, so ein Lock. Wo haben wir denn diese Mixtur? Kann man hier hergestellt nach Typ. Und dann die Tränke oben. Habe ich hier nicht. Also entweder habe ich sie nicht oder hier geht es noch weiter. Nee, vielleicht unter den Questgegenständen. Eiswindmixtur, da ist es. Packe ich mal hier irgendwie so rein. Kann ich das? Na komm schon. Ziert sich ganz schön. Ich glaube, muss erst irgendwas hier rausnehmen und dann müsste es gehen. Denke ich zu kompliziert? Ja, ich denke zu kompliziert. Die Eiswindmixtur über die Ranken gießen. Zack, das sieht doch schon viel besser aus. Ihr lasst einen einzigen Tropfen der Eiswindmixtur auf die Ranken herabfallen. Eine kalte Welle durchfährt sie und lässt sie augenblicklich gefrieren. Auf die Ranken einhacken. Der gefrorenen Ranken zerbrechen mit Leichtigkeit. Die Luke öffnen. Na endlich, ich hab's endlich geschafft. Juhu. So, rein da. In das geheime Kultistenlager. Eine versteckte Luke führt in das geheime Versteck unter dem Kräuterladen in Luskan. Sein tatsächlicher Zweck bleibt euch verborgen, doch eure Instinkte sagen euch, dass dieser Ort nichts Gutes bereithält. Ja, wunderbar. Ich sollte nach Fallen gucken. Zumal ja auch so eine Falltür im Boden ist, ne? Macht aber nichts. Na gut. Speichern mal ab, weil da sind Gegner. Was haben wir denn hier? Die Kultisten. Ich weiß nicht, was die können. Deswegen hole ich mir direkt mal ein Tierchen dabei. Und sag mal. Ja, halt nach vorne. Und sag mal. Angriff. Oh, hier vorne sind auch noch zwei. Das war jetzt nicht so gewitzt. Kann ich die schlafen legen? Jo, zumindest mal den einen. Jeder ist fast tot. Da haue ich zur Sicherheit nochmal ein magisches Geschoss drauf. Dann ist der schon mal ganz weg. So.
Das geht ja noch alles, ne? Ist alles gar nicht mal so wild. Ja, da kann ich mich entspannt zurücklehnen, gucken, wie das hier alleine machen, ne? Guck mir das Ganze mal aus der Nähe an. Schick, schick. Der letzte eine, jene welche. Denn er dafür noch auf den Kopf. Egal, jetzt nicht mehr. Ha, Heilerausrüstung. Wunderbar. Ist schon auf der Karte, um die Ecke lauern die nächsten. Aber erstmal gucke ich nach, was es hier so gibt. Oh, die Heilerin hat gerade meine süße Spinne geheilt. Das ist aber lieb. Da freue ich mich. Ja, ey. Glücksspiel, ey. Glücksspiel mit Blut. Haben wir denn hier? Ein Dornengürtel? Ah. Ah. Naja. Okay, weiter geht's. Jo, drei Stück noch. Die sollte ich doch locker kriegen, ne? Dein ist bewusstlos, alle beide gehen hier auf einmal auf den Magier. Das finde ich irgendwie ungut. Ja. Gut, auch da gucke ich jetzt entspannt zu. Ach so, hier, der letzte noch. Mensch, da war ich noch dabei, die Menüs zusammenzuklappen. Sieht auch einfach so schicker aus, ne? So, was? Ach so, ihr seid fertig. Okay, dann kann es ja weitergehen. Liegt hier noch irgendwas rum? Nein, aber das ist eine Tür und die ist verschlossen. Da muss dann wohl der Dieb mal ran. Dafür habe ich ihn ja ba Badei. Badei, Badei, Badei. Geht auch. Oh, was haben wir denn hier? Ich will euch ja nicht stören, aber ich hab's schon getan, ne? So, wir können. Ne, Char halt voraus. Und jetzt aber. Ach so. Wieso funktioniert das nicht? Ich. Ihr solltet nicht hier sein. Scham, Scham. Scham ist tot. Was? Wollt ihr mich zum Narren halten? Gar. Gar? Was für ein Unglück wird mich heute noch ereilen? Helft mir, bitte, helft mir. Was, wer sagt das? Ach hier, er hier, vor meinen Füßen. Gibt es Probleme bei eurem kleinen Ritual? Ruhe, ein kleiner Rückschlag, das ist alles. Noch dazu einer, der schnell bereinigt ist, wenn ich euch getötet habe. Glaubst du doch wohl selber nicht, du Spongo. Zuerst den oder den. Ich komm hier erst. Was ist das da? Tun wir erstmal den Boss. Oh! Das konnte da keiner ahnen. Kann ich euch irgendwie zur Ruhe bitten? Ist irgendeiner eingeschlafen? Nein, es ist nur Jahl tot. Dann geht's ja. Nee, ich sollte. Wo liegt sie? Da liegt sie.
die zurückholen und Larata macht das gerade mal selbst mit dem Heilen. Mittels eines Herings. Mittels eines Zaubertranks. Oh, das ist aber hier ganz schön böse alles. Larata, kannst du noch was trinken? Bitte. Schnell. Ey, macht hier gerade Haufen auf Larata, ne? Auf den kleinen Dieb, ey. Spring da zurück. Hui. So, und jetzt kannst du Jahl direkt nochmal heilen. Ylidia, wer hat denn dich jetzt gerade getroffen? Zack, top. Das ist doch irgendwie scheiße. Irgendwie sterbt ihr hier wie die Fliegen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Oh, hauaha. Ja, da geht ja ganz schön der Punk ab. Das muss ich anders machen. Das ist ja richtig herausfordernd. Meine Herren. Aber die Dinger sind so dick. Nee, jetzt habe ich mich vertan. Die Dinger sind ja so groß, die könnte ich vielleicht hier an der Tür irgendwie. Könnte ich die vielleicht sammeln, so, ne? Mal gucken. This doesn't look too difficult. So, das ganze Gebrabbel hatten wir schon. Wir nehmen dieselben Antworten wie gerade eben. Und jetzt schnell weg. Nee, irgendwie, ja, nee. Du gehst dahin. Hier geht alles schön weit zurück. So, und jetzt alle auf den hier. Wieso läuft denn. Also, Jahald, kannst du die nicht immer aufhalten? Was ist denn hier los? Hier geht der gute Punk ab, ey. Das ist ja unfassbar. Der eine hier ist der ist fast kaputt. Okay, den haben wir. Jetzt noch er hier. Nachdem Larata hier immer ein paar so Dinger übergeworfen hat. Erscheint das Ganze ein bisschen leichter. Ich weiß nicht so genau, woran das liegt. Was mir bei dem nur zugesetzt hat. Ach, hier, dieser Wirbelkreis-Ding da hinten. Vielleicht kann das sein. Der Wirbelkreis-Ding. Mhm. Je später der Abend, desto besser mein Deutsch. Oh, 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 oh. Ja, scheiße. Bleibt nur noch er über. Geht der Lähmungsschrei. Ja. Der macht ganz schön gut Schaden. Also, nicht gut. Also doch, also er macht viel Schaden. Aber nicht, dass ich das gut finden würde. Ah, diesmal kriechen aber. Und Silvester. Hat er sich gerade geheilt? Ich habe nicht aufgepasst. Hat er sich geheilt? Steht hier irgendwas? Trifft. Erzielt einen kritischen Treffer? Nein. Führt Rettungswurf gegen? Nein. Trifft. Heilt. Er heilt sich um 719 Punkte. Krass. Auf den kann er das nicht allzu oft. Wird mal Zeit für Gift.
Und du gehst wieder mit Magie an ihn ran und du. Nee, Quatsch, mit Magie. Magier sind eher empfindlich gegen echte Waffen. Und hier, du nimmst mal den Zauber. Einfach mal so. Oh, kann mal einer. Lareta ist gleich weg. Hier, nimm die Bären. Scheiße. Ja, jetzt darf er sich aber nicht heilen. Jetzt muss ich hier irgendwie hart durchgreifen. Dann kriegst du hier noch die Opferkugel drüber und noch so ein Ding hier. Jawohl. Hab ihn. Drecksau. Puh. Ein Todespriester Hyrophant. Also sowas ähnliches wie ein Nilpferd. Ein Schädelzepter. Oh. Und heilt den Benutzer für dieselbe Menge, wie das Ding Schaden macht. Jawohl, ja. Ich weiß, wer das Ding kriegt. Ich weiß, wer das Ding kriegt. Dort Schädelzepter mal gerade vergleichen. Er macht plus 3 Feuerschaden und verursacht selber Feuerschaden. Und hier das Ding macht Chance von 5% auf 3 bis 14 Nekroschaden zu verursachen und den Benutzer zu heilen. Bei einem Treffer, ja, mach du mal. Es passt ja auch wunderbar hier zu dieser hässlichen Maske, ne? So. Schnell speichern kann ich gerade nicht. Muss ich erstmal Edwin helfen. Ist es vorbei? Habt ihr sie aufgehalten? Ich bin sicher, dass mein Jubel ausgelassener wirken würde, wenn ich mich bewegen könnte. Zumindest hat sie diesen Teil des Rituals korrekt durchgeführt. Ich frage mich, wieso das Ritual nicht funktioniert hat. Um ehrlich zu sein, ich hatte stets Glück, wenn ich dieses Amulett trug. Vielleicht ist es, hat es schützende Eigenschaften. Wäre das nicht großartig? Edwins Amulett untersuchen. Ihr hebt Edwins Amulett vorsichtig auf und seht es an. Es ist aus glänzendem Silber und überraschend leicht. Seid vorsichtig damit, ja? Das Amulett nehmen. Hey, gib das wieder her. Oh. Sterbliche Narren, wer wagt es, mich zu stören? Wer bist du denn? Kruxa. Das wäre dann wohl ich. Ich werde mich an eurem Fleisch laben. Die anderen Antworten wären auch nett gewesen, aber ich glaube, ich komme jetzt hier nicht drum herum, mich mit dem zu fetzen. So, ich hätte dann direkt mein Tierchen gern dabei. Larita darf sich direkt mal wieder selber heilen. Direkt noch im ersten Schlag. Das ist nicht gut, oder? Ja, hält gut was aus. Opferkugelreiner. Hier das bitte und du einmal das hier auf den da bitte. Der ist feuerverwundbar, stand da gerade. Deswegen dem Ding hier. Strahlenschaden. Nein, hier Feuer.
Mach dir mal Feuer unter dem Hintern. Was ist das hier? Flamme erschaffen, jawohl. So, und du wechselst auch mal zum Feuerzauber. Du kannst das nicht. Du auch nicht. Oh, oh. Da hat einer gleich keine Lebensenergie mehr. Hat schon wieder Heilung? Oh Mann, 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 Mann. Gleich habe ich ihn, gleich habe ich ihn. Nur noch ein ganz kleines bisschen. Noch ein bisschen. Komm, ich mache ihn fertig. Ruxa. Hoffentlich ist es nicht auch so einer, der sich gleich selbst heilt. Aber ich glaube, das kann der nicht. Hat sich meine Bösartigkeit wieder ausgezahlt. Sehr schön. Ein Regenerationsring. Heilt alle 10 Sekunden 4 bis 6 Gesundheit. Das ist doch schön. Das ist ja ein super Teil. Den werde ich direkt mal ausrüsten. Jahalt hat noch Platz und Jahalt kann immer sowas gebrauchen. Das ist ja eigentlich auch, ne? So. Ein Schutzring, der plus 1 Rüstungsklasse bringt, ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ist besser als das hier. Alle anderen haben Ringe. Okay. Da glitzert doch noch was. Ein plus 1 Bolzer. Ach, das ist eine Armbrust. Jetzt kann ich abspeichern. Jetzt kann ich abspeichern. Ja, schön, hat sich gelohnt. Was haben wir hier? Ein Abyss-Relikt. Nehme ich. Das war's? Na komm, hier muss doch irgendwo was sein. Irgendwas ist hier noch. Ich weiß das. Huch, jetzt habe ich mich aber ganz schön erschreckt. Der arme Wolf. Ne, hier ist tatsächlich nichts mehr. Dann geht's wieder hoch. Ja, endlich geschafft. Wunderbar. Jetzt muss ich nur noch zu der, zu der Alten da zurückgehen, die mich da beauftragt hat, diesen Mordfall zu untersuchen und der irgendwie was vorlügen. Was mit dem Typen da passiert ist. Und die wohntete hier hinten. Sitze. Die Indra. Indra lächelt. Warum lächelt die? Ihr habt etwas entdeckt? Edwin ist explodiert. Was? Das kann nicht. Oh nein! Er war ein Dämonenkult, aber er ist Vergangenheit. Ihr habt etwas von einer Belohnung erwähnt. Indra beruhigt sich. Ja, danke. Die Kiste hinten beinhaltet ein paar unverkaufte Gegenstände meines Vaters. Hier ist der Schlüssel. Sie gehören euch. Bitte überlasst mich jetzt meiner Trauer. Na ja, klar. Her mit dem Loot. Oh, was haben wir denn hier? Topas. Eine Schachtel. Eine zerbrochene Bogenhälfte. Schwert des Lebendiebstahls. Plus 1 auf Trefferchance. Chance von 5% bei einem Treffer 4 bis 18 Nekroschaden. Plus 15 maximale Trefferpunkte für 30 Sekunden zu verursachen. Klingt gut, oder? Gerade mal gucken.
Ja, das gibt plus 2. Und die macht direkt an mehreren Zielen Schaden mit der Waffe. Das ist jetzt natürlich. Ach, soll ich oder soll ich nicht? Das andere eine Chance 5% bei einem Treffer. Zusätzlichen Nekroschaden, ordentlich Nekroschaden zu verursachen und 15 maximale Trefferpunkte für drei. Ach, schon, das ist schon eigentlich ziemlich gut, ne? Komm, wir tauschen mal. Meine 5%, das ist ja ungefähr jeder 20. Schlag, schlägt schon ziemlich oft zu. Ich probiere es mal aus. Ja, ich würde sagen, das soll auch für heute reichen. Und wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.